deutschen Gesundheitsbereich, in der Gesundheitswirtschaft ist immer noch zu wenig Unternehmertum. Das hängt aber auch ganz einfach damit zusammen, dass es dieser ganze Wirtschaftssektor eher aus einem Verteilungsbereich herauskommt. Bis in die 90er Jahre hinein war es in den Krankenhäusern beispielsweise so, dass es ein Selbstkostendeckungsprinzip gab. Da gab es also eine ärztliche Leitung und einen Verwaltungsdirektor, und der hat dann zugesehen, dass er bei diesem Verteilungskampf um das Geld ausreichend für seine Institution erwirtschaftet hat. Das hat sich gewandelt in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren. Und deswegen ist es auch schon unternehmerischer geworden. Das kann man heute ganz eindeutig sagen. Es gibt da auch inzwischen mehr Menschen, die unternehmerisch denken. Aber es ist gemessen an anderen Branchen immer noch sehr viel Luft nach oben. Wenn Sie sagen, es hat sich schon einiges entwickelt, was würden Sie denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sozusagen den Unternehmern ein Konzept an die Hand geben könnten, was würden Sie empfehlen, wo soll es und vor allem wie soll es unternehmerischer werden, also zum Beispiel mit Blick auf Krankenhäuser? Ich glaube, man muss sehen, dass Patienten inzwischen auch Konsumenten werden, nicht Kunde oder Patient. Solche Situationen gibt es auch in anderen Branchen nicht. Also da gibt es auch immer temporäre Unterschiede. Wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze und das Flugzeug hebt ab, dann ist es mit meiner Kundensouveränität nicht weit her. Ich zumindest könnte im Flugzeug nicht fliegen. Also ich bin abhängig von der Technik und auch von den Menschen, von den Experten, die das fliegen. Aber wenn ich das Ticket kaufe, dann bin ich Kunde. Und im Gesundheitsbereich ist das so ähnlich. Es gibt Phasen, in denen ich mehr Patient bin, mehr abhängig bin, und es gibt Phasen, in denen ich mehr Konsument bin und entscheiden kann. Und wenn wir uns darauf sehr stark fokussieren, wenn wir das ins Auge nehmen und wenn wir nicht ständig auf die Politik starren und gucken, wie ist das System und wie verändert es sich und ich warte mal, bis die nächste Gesetzesänderung kommt, sondern wenn ich darauf schaue, was meine Kunden, also die Patienten und die Beitragszahler in 5 Jahren, in 10 Jahren können, wie die sich verändern, dann glaube ich, wird der unternehmerische Ansatz deutlich größer und deutlich zunehmen. Und das versuchen wir ein bisschen über unsere Kongresse zum Beispiel, auch über die Gesundheitswirtschaftskongresse zu vermitteln. Und ich habe den Eindruck, dass das in den letzten 10 Jahren auch durchaus Erfolg gehabt hat. Als wir damit angefangen haben, den ersten Kongress vorbereitet haben, da war es so, dass das Thema Gesundheit und Wirtschaft zusammenzudenken erstmal im Zentrum stand. Es galt, den Leuten klarzumachen, dass Gesundheit zwar der Inhalt ist, dass es aber immer schon ein großes Geschäft gewesen ist, was da stattgefunden hat, und dass es gut ist, darüber offen zu reden und sich klar darüber zu sein, weil man dann auch Probleme, die daraus entstehen könnten, eher vermeiden kann. Heute ist es so, dass sich das schon gewandelt hat, aber dass immer noch Skepsis darin besteht, wenn Wachstum in der Gesundheitswirtschaft entsteht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, den Menschen zu sagen, wenn einzelne Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen wachsen, nämlich diejenigen, die hervorragende Medizin verbinden mit bezahlbaren Preisen, dann macht das auch für das Gesamtsystem großen Sinn. Da muss man keine Ängste haben vor solchen Entwicklungen, sondern muss man diese Entwicklungen fördern. Klar ist natürlich auch, dass es Verlierer gibt in einem solchen System, und deswegen plädiere ich nachhaltig für Wettbewerb und das in Zukunft noch verstärkt. Das ist das, was sich inhaltlich gewandelt hat. Natürlich ist der Kongress insgesamt auch deutlich bedeutender geworden. Wir sind mal mit 400 Teilnehmern angefangen. Wir hatten, glaube ich, damals 90 Referenten. Wir hatten Partner, 10 etwa. Wir haben alles verdoppelt. Wir haben heute über 800 Teilnehmer, Unternehmer und Manager aus der Branche, aus der Industrie, aus den Servicebereichen, von den Medizinanbietern, Krankenhäusern, aber zunehmend auch ambulanten Anbietern, aus der Krankenversicherung und auch ein wenig aus Verbänden und Politik. Das Schwerpunkt ist schon Unternehmer und Manager. Und wir haben heute 20 Partner aus Industrie und aus Servicebereichen und 180 Referenten. Also der Kongress selber hat deutlich an Bedeutung gewonnen.